Eine Golden Rule, ja, also wirklich eine goldene Regel, die du unbedingt beachten musst. Und das bedeutet, das hier ist die Sales SDS. Ja, das ist jetzt nicht Deutschland sucht den Superstar. Ja, hallo, grüß dich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um Baustein, Kundengewinnung, Ängste. Also einer der aller wichtigsten Bausteine, wenn es darum geht, einen Kunden zu gewinnen oder nochmal wieder ihm nochmal was zu verkaufen, ist seine Ängste, ja, hier fehlen die E-Strichchen, seine Ängste zu verstehen, zum Ersten, zum Zweiten seine Ängste zu reduzieren. Ja? Und diese Ängste, die sind sehr, sehr häufig nicht unbegründet. Ja, manche sind unbegründet, aber manche sind durchaus begründet. Im B2B Enterprise-Geschäft, wo wir uns sehr häufig bewegen, ist es halt so, ich habe hier mal ein Beispiel, also so mal ein Beispiel aus der Praxis, ja, wo ich fast wöchentlich telefoniere mit Kunden, die sagen, wir haben die Angst oder die Befürchtung, ein Versuchskaninchen zu sein. Ja, wir wissen aktuell, die ganze Welt, die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft, alles befindet sich in der Umstrukturierung, im Wandel. Das geht ja schon seit Jahren so. Digitalisierung, Elektromobilität, you name it. Ja? Und da gehen natürlich auch ganz viele Ängste einher. Und es muss natürlich, es entstehen auch ganz viele neue Probleme, für die es vielleicht noch gar nicht so viele Lösungen gibt. Oder erst seit kurzem Lösungen gibt oder erst noch Lösungen gefunden werden müssen. Und da hat natürlich der Kunde, ja, in dem Fall vielleicht ein Maschinenbauer oder ähnliches, ja, natürlich Angst, hier als Versuchskaninchen zu dienen. Ja? Und das passiert leider auch sehr häufig. Und deshalb ist es ein begründeter, sagen wir mal, eine begründete Angst. Ja? Also auch hier das Prinzip Einwand-Vorwand. Zum Beispiel telefoniere ich häufig mit Maschinenbauern oder auch anderen produzierenden Gewerben und so weiter, die halt auch aktuell sehr, sehr viel Wandel haben, auch Probleme in der Supply Chain oder was auch immer für Themen, Security und so weiter, dass sie sagen, naja, wir sind hier in der Umstellung, digitale Transformation und so weiter und dann wurde uns halt alles Mögliche erzählt von irgendeinem Dienstleister, der wollte uns unbedingt als Kunden gewinnen. Und dann so ein paar Wochen down the line, ja, also down the line, so 2, 5, 6, 7 Wochen im Projekt, stellt man plötzlich fest, naja, der Dienstleister hat da mehr versprochen, als er eigentlich kann. Das heißt, er hat uns einfach gesagt, naja, das können wir, da haben wir so und so viele Referenzen etc. Und dann aber fehlt was? Genau das hier, die Delivery. Und da gibt es hier ein ganz, ganz, ganz wichtiges Grundprinzip, welches du unbedingt beachten musst an dieser Stelle. Ja? Das ist sozusagen eine Golden Rule, ja? Also wirklich eine goldene Regel, die du unbedingt beachten musst. Und das bedeutet, das hier ist die Sales SDS. Ja? Das ist jetzt nicht Deutschland sucht den Superstar. Ja? Wie heißt der Typ nochmal da mit Roland Kaiser oder wie der heißt? Ja. sondern das ist Sales Delivery Service. Ja. Ich schreibe es hier unten nochmal orange hin, weil es so wichtig ist. Sales, klar, du musst erstmal einen Kunden gewinnen, ja, verkaufen, super wichtig. Aber dann muss hier ein Exact Match sein, möglichst 100% zu Delivery. Also was du lieferst, ja, wenn du was verkaufst, eine Sache verkaufst, A verkaufst und dann B lieferst, ja, dann wundert sich der Kunde vielleicht ein bisschen und stößt dich ganz schnell wieder ab und sucht sich einen neuen Dienstleister. Und dann ist natürlich immer das, dass nobody's perfect, ja, und was ich auch sehr, sehr häufig am Telefon Leute habe, also wirklich große Firmen, wo ich mir sagen würde, boah, ich wäre doch so froh, wenn ich den als Kunden hätte, dass die sagen, naja, uns würde hier was verkauft, eine Lösung, IT-Lösung, 2 Millionen Euro. Dann gab es auch die Delivery, das war auch okay, ja, Projekt abgeschlossen.
Aber dann der Service. Ja, wie ist es denn mit Follow-up sozusagen Success Management? Ja, gibt es auch so ein neues Wort. Wie ist es denn, wenn das Projekt hier, die Delivery, wenn das finito ist, wenn das quasi abgeschlossen ist, nach einem Jahr oder nach zwei, und wir wollen dann immer noch mit dem Dienstleister im Gespräch bleiben und haben noch Fragen, und dann ist ja ständig alles im Wandel. Ja? Es ist ja sozusagen fast kein IT-Projekt mehr, ist irgendwann mal eigentlich abgeschlossen, sondern das ist dann irgendwie so ongoing häufig. Ja? Und der Kunde, der Maschinenbauer oder der Automotive-Kunde oder der Händler, der Großhändler oder was auch immer für ein, ja, Kunde da draußen, dem du als IT-Dienstleister was verkaufst, ja, der fühlt sich halt dann sozusagen ein bisschen alleine gelassen. Ne? Also die haben uns hier was verkauft, die haben hier sozusagen auch das geliefert, was wir uns verkauft haben, okay, soweit auch noch okay. Und jetzt aber ein, zwei Jahre später, jetzt haben wir das Ganze und haben intern vielleicht auch noch nicht die Kompetenzen, ja, bei weitem noch nicht, selber aufbauen können und sind dann immer noch, sagen wir mal, haben immer noch den Bedarf, mit unseren Dienstleistern im Gespräch zu bleiben, haben immer wieder neue Fragen, immer wieder neue Folgeprojekte und so weiter. Und das ist dann letztendlich auch das fehlende Account-Management häufig bei den IT-Dienstleistern. Ganz offensichtlich, weil mir wird es ja so erzählt. Ne? Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern das ist ja das Feedback, was ich ständig aus dem Markt raushole, ich mit meinem Team, mein Team und ich. So, ja. Das heißt, alles, was ich hier erzähle, das sind ja nur Infos, ja, Daten, die ich analysiere und prozessiere und hier wieder weitervermittle, um Dinge besser zu machen, die ich vom Markt erhalte. Ja. Das ist ja nichts, was ich aus dem Buch gelesen habe oder irgendwie erfunden habe. Von daher bitte ernst nehmen, wenn du einen Kunde, und was ich auch nicht verstehe, wenn ich solche Kunden dann oder solche Personen am Telefon habe, die noch nicht mein Kunde sind, aber die sagen, naja, Sales, uns wurde was verkauft, es wurde geliefert, aber dann wurde nicht, also es wurde dann nicht mehr um uns gekümmert sozusagen. Aber genau hier ist doch das große Geld dann manchmal noch drin. Ne? Einfach Follow-up-Geschäfte mit einem Kunden, den ich schon einmal gewonnen habe. Ja? Und das sind so sagen wir mal, sehr, sehr obskure, gegensätzliche, mir völlig unverständliche Informationen und Szenarien, die ich halt immer wieder in meiner Tätigkeit, hier in meiner operativen Tätigkeit der Kundengewinnung, ja, immer wieder eruieren darf und kennenlernen darf, wo ich sage, okay, in Deutschland das echt noch viel Potenzial, ja, Optimierungspotenzial mit in Sachen IT-Dienstleistung, ja, also wirklich. Ja, okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ein weiterer Baustein für die Kundengewinnung: Ängste des Kunden verstehen und reduzieren. Ja. Du musst halt auch einmal, das ist halt auch das, wenn du zum Beispiel unbedingt einen Kunden gewinnen willst, für eine bestimmte Sache, Lösung, egal was, wo du noch nicht hundertprozentig Experte bist, kannst du auch machen. Ja, so nach, gemäß dem Motto, noch abschließend, der Tipp, gemäß dem Motto, erstmal verkaufen und dann herausfinden, wie ich deliver. Ja, die Amerikaner, die USA, also in den USA ist es auch so ein bisschen US-mäßig. Ja, also erstmal first sales und dann delivery and then figure out how to deliver this thing. Ja, kannst du machen. Aber wenn du den Weg gehst, musst du halt dann trotzdem auch livern. Ja, auch wenn du zum Zeitpunkt des Sales noch nicht weißt, wie du es deliverst, solange du es deliverst. Ja, das ist entscheidend, ansonsten geht das ganze Ding nach hinten los. Ja? Und der Kunde wird dir abspringen und die Welt ist klein im Enterprise-Dach-Markt ist die Welt relativ klein. Das spricht sich sehr schnell rum, ja, und kann dann Negativeffekte haben. Okay, so soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Happy Hunting. Dein Thomas Klein und Daumen hoch. Bye, bye.